Guten Morgen. Ja, mein Video außer der Reihe, und zwar, weil es halt aktuell ist. Und zwar habe ich angefangen, das vierte Mal Wasserfasten zu machen. Ich bin gespannt, wie lange es geht. Habe den Start jetzt zusammen gemacht mit Chiara, die macht das erste Mal. Und ja, und das wollte ich euch einfach nur mitteilen. Der Grund dafür ist natürlich, ihr kennt mein Video Fasten aus wissenschaftlicher Sicht, verlinke ich euch oben in den Infokarten. Das heißt, Fasten ist gut gegen Entzündungen, und meine Hüfte hat sich ein bisschen entzündet durch das viele Wandern in letzter Zeit. Und ja, deswegen ist der eine Grund. Der andere Grund ist natürlich auch, dass ich das immer gerne mitnehme, dass wenn ich Wasser faste, dass ich entsprechend kein Geld für Nahrung ausgeben muss. Ist immer ein positiver Begleiteffekt. Damit habe ich dann auch schon erklärt, was ich faste, also Wasserfasten. Ich habe einmal Saftfasten gemacht. Das habe ich nach einem halben Tag abgebrochen, weil durch den Saft habe ich irgendwie das Bedürfnis, dann doch was zu essen und doch nicht. Und Wasser ist halt einfach so ganz klare Message an den Körper und sagt, hier, Wasser, sonst nichts. Und ja, ich bin mal gespannt, wie lange es diesmal geht. Ich habe mir kein Ziel gesetzt. Ich werde einfach mein Empfinden euch mitteilen, und es kann sein, also dass die nächsten Tage das wieder ein Tagebuch wird für die Zeit des Wasserfastens, kann auch nicht sein. Ich entscheide das ganz spontan. Ihr sollt nur wissen, ab Sonntag habe ich sozusagen gewasserfastet. Jetzt ist Sonntagabend, ich habe den ersten Tag geschafft, der meistens immer so ein bisschen eine Herausforderung ist, Chiara im Übrigen auch. Und genau, jetzt ist Montagmorgen, wenn ihr das Video seht, und mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Und das Food Diary von letzter Woche, da gibt es keins, weil ich habe einfach die Woche jetzt beim Dennis, morgen gibt es das Rohkost-Potluck-Video vom Dennis, da habe ich einfach total vergessen zu filmen. Ich habe die Woche wirklich so ein bisschen eine Auszeit genommen von YouTube. Ich habe zwar die Kommentare so ein bisschen rudimentär beantwortet mit dem Handy, aber ich habe keinen Laptop oder sonst was gehabt. Ich habe auch die Videos alle vorproduziert. Ich habe die letzte Woche wirklich so ein bisschen zu mir gefunden und habe ein paar Fragen gestellt, wie es auch so ein bisschen mit mir weitergeht. Dazu wird es auch Videos geben in den nächsten Tagen. Und ja, eine Sache war dann eben auch dabei, dass ich eben gesagt habe, ich möchte nochmal das Wasserfasten auch wieder probieren. Bisher war das ja nicht so, war ich nicht so begeistert davon, aber bisher hatte ich auch nicht immer so das Mindset dazu, wie ich das jetzt habe. Also von daher, aber kann trotzdem sein, dass es nur ein, zwei Tage geht. Mal sehen. Ich entscheide dann immer, was der Körper zu mir sagt. Und genau, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Wochenstart, und wir sehen uns morgen dann zu dem Video, zu dem Rohkost-Potluck-Video von Euskirchen. Das ist sehr schön geworden, beziehungsweise gerade das eine Interview mit der Chrissy ist einfach nur göttlich, und da könnt ihr euch wirklich richtig drauf freuen morgen auf dieses Video. Und ja, ich werde jetzt hungrig ins Bett gehen. Der erste Tag war wie immer eine Qual. Das hat zwei, dreimal richtig Hunger gehabt, und das war so Phasen, wo ich einfach durch musste und oder durch wollte. Und ja, und deswegen gehe ich jetzt ins Bett. Alles klar. Na dann, bis morgen. Macht's gut. Tschüssi.